Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück zu einem Part von... Ja, von was denn? Ja Mensch, von Majora's Mask? Wer hätte es gedacht? Wir sind hier am zweiten Tag immer noch im ersten Tempel und sind jetzt fast durch. Wir müssen jetzt nur noch zum Boss gehen. Das Ganze wird recht simpel. Ach, da ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Wir müssen auf jeden Fall links aus dem Raum raus. Und dazu sollten wir vielleicht das hier machen. Und in die Richtung. Wir werden uns heute nämlich zum Boss begeben. Und die mal ordentlich einheizen. Ja, wobei vielleicht auch nicht. So, wichtig auf jeden Fall, wir müssen hier oben sein. Und dafür ist... Ach, gleich hier vorne. Zack. So, weil wir können jetzt... Das ist das, was Taya uns jetzt nämlich auch gesagt hätte. So. Ja, man muss auch treffen. Okay. Auto-Aim funktioniert nicht. Alles klärchen. So, wartet. Ungefähr da so. Nee, da so. Auch nicht. Ach. Dead Aiming. So, auf jeden Fall, wir müssen hier mit einem Pfeil durchs Feuer, durch das Feuer schießen. Damit wird er zum Feuerpfeil und dann können wir wirklich... Mal im Ernst, wie schlecht. Hä? Hitbox, please? So, man sieht sofort, das komplette Wasser ist wieder gereinigt. Und die Pflanzen dort im Wasser, die verwandeln sich wieder in normale... Ja, recht normale... Seerosenblätter. So. Mal aufschlitzen hier. So, haben wir... Fee haben wir, glaube ich. Fee haben wir, genau. Ja, uns fehlen hier noch 10 Feen. Krass. Irgendwie. Waren wir hier oben schon mal? Nee, oder? Doch, tatsächlich. Da kamen wir runter. Okay, und dann bin ich nicht hier hingegangen und habe die Fee gerettet. Okay. Warum ist da was zu anzünden? Ach, wir müssen jetzt ernsthaft dagegen schießen? Oh. Warum ist da ein Schalter? Was macht der? Da kommen wir auf jeden Fall so nicht... Ah, Deko! Okay, wartet. Wir finden mal raus, was der Schalter da macht. Ja, da müssen wir halt nochmal hochlaufen, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja hier zum Glück die... Leitern vorne schon aktiviert. So, Deko ist zu leicht. Der lässt eine Truhe erscheinen. Ach, cool. Ja, nice, ne? So, alle hopp. Platsch. Link hat auch eine wunderschöne in Wasser geh Animation. Zack, weg mit dir. Weggerackt habe ich dich. Richtig weggeschlitzt hier. Und Schlitz. Yeah, geil. Na, komm, nehmen wir auch noch mit. Wird beim Boss hier wahrscheinlich recht gut von benutzt werden können. Schuh, Alarm. Salam, Gebade. Ja, wer kennt's noch? Wer kennt's noch? So. Slow and steady. I'm always ready. Daneben. Es kann sich nur um Stunden handeln. Achso, ich merke gerade, wir bleiben ja immer auf derselben Position, ne? Das heißt, es ist jetzt alles nur eine Frage vom Timing. Das war knapp. Ich glaube, man könnte sogar mit dem Dekostab einfach dagegen springen. Und die Dinger sind, glaube ich, noch angenehmer zum Anzünden, weil... Okay. Wir versuchen es mit dem Dekostab. Ich glaube, dann bin ich besser dran, als wenn ich hier permanent jetzt versuche, meine ganzen Pfeile zu verschwenden. So, also... Geht das? Kann man... Mann, Dekostab-Meter, komm. Wir können auf jeden Fall nicht mit zuschlagen, ansonsten ist er kaputt. Nee, funktioniert nicht. Also wir müssen wirklich mit dem Pfeil da jetzt reinschießen. Das ist ein bisschen ätzend. Danke. Warum hat das jetzt überhaupt... Erstmal so. So, und jetzt du nach rechts. So, genau, dann switchen die...
Wo ist jetzt überhaupt das? Ah, jetzt hab ich verdreht. Ja, ich weiß, ich bin echt unglaublich schlecht, was das Zielen angeht. Es tut mir echt super leid, aber so ist es. Ich kann euch sagen, in den 3D-Remakes davon bin ich deutlich besser. Ja, siehst du, und da ist nämlich der Vorteil, man muss nicht so genau treffen. Weil das da immer zählt, so welche Tür ist jetzt? Die hier vorne gleich. So, komm, Risk-Taker-Jump. Ja, voll. So, und ab rein hier. So, und jetzt sind wir im letzten großen Raum. Hier sind doch nochmal ganz viele Feen. So, weg mit dir. Nee. Nee. Komm schon, Skillshot. Meine Fresse, kannst du auch mal einmal aufhören, danke. So, wir kriegen auf jeden Fall nochmal ein paar Pfeile wieder. Da oben sind nochmal ganz viele Skulltulas. So, und hier in den Seiten und überall sind ganz, ganz viele Feen. Die recht useful sind. Wie man so schön sagt. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ich bin der Beste. So, perfekt. Kommen wir damit hoch genug, um irgendwo raufzukommen, oder? Ne, wir müssen wirklich. Okay, dann sehen wir auch schon wieder. Da links ist auf jeden Fall die erste Fee. Ich versuche so viele Feen mitzunehmen, wie ich kann. Und den Rest müssen wir uns mal gucken, wie wir den später. Wie wir die später bekommen. Insbesondere die eine da ist halt unglaublich schwer zu kriegen. Die in dem Raum, wo ich das Bienennest runtergeschossen habe. Okay. So. Das Gute ist, der Schalter ist dauerhaft aktiv, also das Feuer geht auch nicht mehr an. So, die nächste Fee. Ah, ich bin so gut. Ach nee, ist doch nicht dauerhaft aktiv. Krass. Ja, auf jeden Fall sind wir oben, das ist doch super. So, wo müssen wir denn sonst noch hin? Erstmal hier runter und dann darüber, okay. Und dann, wenn ich zur Fee fliegen gehe, dann. Ja, okay, ist nix. Dann müssen wir nachgucken, wie viele Feen wir dann haben. Vielleicht kriegen wir die auch so alle zusammen. Dann kriegen wir aus dem ersten. Ich glaube nicht. Ich glaube, vielleicht kriegen wir auch von der allerersten Fee das Ganze. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gerade nicht. Müssen wir mal nachgucken. Wie gesagt, ich habe das Spiel echt zu wenig gespielt, als dass ich mir das alles gemerkt habe. Es ist schade, es ist nämlich ein geiles Spiel. Ja, müssen wir mal schauen. Ich kann echt nicht zielen. Ich bin so unfähig, ne? Wenn ich mit dem Controller ist echt schwer. Ah, ich wollte gerade in die Blume rein und wundere mich, warum es nicht geht. Ja, GG. So, und. Ja. So. Und Risk-Taker-Sprung. Daneben. Nee, hab's versucht. So, dann versuchen wir es nochmal. Dann sehen wir im nächsten Part auch den Bosskampf. Sehr schön. Ja, tut mir leid, dass sich die Sachen alle mal so strecken. Aber naja. Ich glaube, die Skulltulas, die da an der Decke kleben, davon enthalten auch noch welche Feen. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Da geht es mir schon wieder gar nicht mal ganz so gut, wenn ich das vernehme. So, und um das Risiko ein wenig zu mindern. So. So. Das war voll getroffen. Das war voll getroffen. Danke. Scheiß Blume. Stahlblume oder was? Besteht aus 100% Kropfstahl. So. Perfekt. So. Zack. Alles easy, alles cool. So, jetzt muss ich dann nämlich nur zu der anderen Blume rüberfliegen. Ja, sehr gut. Also
ich hier nur noch hochfliegen. Ja, sehr gut. So, und dann können wir zum Boss. Ich würde gerne an der Stelle mal wissen. Wir haben 4 Feen nicht. So, ich würde jetzt gerne mal kurz zurückverwandeln und die Dinger da abschießen. Sind wir eigentlich auch welche? Nee, da ist aber noch eine. Zack, an die Wand genagelt. Keine Fee. Das wirkt mir auch nicht so, als wäre da eine Fee drin. Aber der links da, die linke. Ja, die wirkt mir, als wäre da eine Fee drin. Ich kann mich nämlich sonst nicht an viele Spots erinnern, wo noch Feen sein könnten. Hier unten im Wasser oder so ist auch nirgendwo mehr eine Blase, wie es aussieht. Nee. Deswegen fliege ich jetzt mal mit dem Deko rüber, in der Hoffnung, ich schaffe es bis rüber. Schauen wir mal. Oh, das könnte ganz knapp werden. Ja, okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Das ist immerhin etwas. Ich fliege lieber selber hoch, anstatt jetzt nochmal Risk-Taker-mäßig das Feuer auszumachen. Ich habe nämlich nur noch 15 Pfeile. Vielleicht brauchen wir die ja beim Boss doch ein bisschen aktiver, als ich das möchte. Also eigentlich nicht, weil man ihn nur mit Schwert besiegt und Deko-Maske. Aber, naja, wer weiß. Man kann ja nie wissen. So, nehmen wir mal an, da oben ist noch eine Fee drin, dann fehlen mir noch 3. Eine weiß ich. Dann sind es also nur 2, die wir jetzt gerade nicht wissen. Das heißt, wir müssen mal schauen, wo die eventuell drin sein könnten. Nein! Ich dachte, ich schaffe es, ihn wegzulocken. Also runterzulocken und dass er dann da bleibt und dann... Verdammte Axt. Okay, hinten vielleicht noch irgendwo eine Fee versteckt. Nee. Könnte sonst noch eine sein? Also, dass hier irgendwo eine versteckt sein könnte, weiß ich halt sonst auch nicht. Aber es wirkt zumindest nicht so. Ich schieße jetzt mal kurz nochmal oben die Skulptur ab, so finalisierend. Um zu überprüfen, ob die wirklich die von mir vorausgesagte Fee enthält. Ne, Herzen. Naja, immerhin etwas. Ja, komm schon. Brav. Jo. Okay, dann gucken wir mal, ob wir im nächsten Part vielleicht die Feen zusammenkriegen. Das wäre sehr schön. Kann ich aber nicht beschwören. Leider. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir. Also wir wissen auf jeden Fall... Ach nee, 2 wissen wir sogar, wo die sind. Die eine ist im Wasser. Und die eine ist in der Honigwabe. Also fehlen uns nur noch 2, die wir nicht wissen. Das ist sehr schön sogar, weil... Ja, umso weniger ist halt problematisch, ne? So, hier war nämlich eine drin. Die war hier zu unserer Linken. Da setzen wir dann beim nächsten Mal an. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sammeln im nächsten Part alle Feen ein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Peace out, Derek und Stay Play. Ciao!